Ein Leben in finanzieller Freiheit, nie wieder arbeiten müssen und nur noch die Dinge tun, die einem wichtig sind. Fremde Länder bereisen, seine Hobbys und Interessen voll ausleben, eine eigene Villa mit Swimmingpool und sorglose Zeit mit den Liebsten verbringen. Eine schöne Vision und eine Vision, die viele von euch teilen, aber wie realistisch ist sie? Was bedeutet finanzielle Freiheit wirklich? Wie kann man sie erreichen? Wie früh kann man sie erreichen und ist sie wirklich so erstrebenswert? All das in diesem Video. Das Video ist eine Erklärung, eine Anleitung und eine Warnung zugleich. Viel Spaß damit. Wenn finanzielle Freiheit etwas ist, das du anstrebst, dann möchte ich dich kurz herausfordern. Was willst du wirklich? Überleg mal wirklich, was ist es genau, das du haben willst? Was ist die Vision und was ist das Hindernis? Du willst mehr Zeit mit deinen Lieben verbringen? Warum tust du es dann nicht jetzt schon? Gibt es wirklich keine Möglichkeit, dein Leben entsprechend umzustrukturieren? Oder du willst ganz viel reisen? Sollte dein Ziel dann nicht einfach sein, dir einen Remote-Job zu besorgen und digitaler Nomade zu werden? Da ist dann natürlich immer noch der Arbeitszwang, wirst du vielleicht einwenden. Was, wenn mir was zustößt? Wenn ich einen Unfall habe, du willst die Gewissheit haben, auch dann noch deinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aber warum schließt du dann nicht einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab oder wirst Beamter? In dem Sinne ist ja dann jeder Beamte finanziell frei, oder nicht? Gut, solange sie gesund sind, gibt es da schon einen gewissen Arbeitszwang, aber so ganz klar ist das auch nicht definiert. Was denn jetzt passiert, wenn ein Beamter plötzlich weniger arbeitet oder schlechte Arbeit leistet? Universitätsprofessoren sind zum Beispiel quasi unkündbar. Ich hatte einen Mathematikprofessor, der sich eines Tages plötzlich entschieden hat, dass er lieber Biologie forschen möchte. Hat angefangen, Biologie-Paper zu veröffentlichen, kann die Uni erstmal wenig gegen machen. Der Professorenruf gilt auf Lebenszeit. Professor werden zugegeben schwer, aber das Gedankenexperiment trotzdem interessant. Worum geht es uns wirklich? Die reine Grundlebensabsicherung kann es ja eigentlich nicht sein, zumal wir die in Deutschland ja ohnehin haben. Verhungern wirst du wahrscheinlich ohnehin nicht, egal was dir widerfährt. Auch wenn wir uns mit dem Existenzminimum natürlich absolut nicht zufrieden geben wollen, und vielleicht verbindest du ja mit dem Begriff der finanziellen Freiheit sogar einen gewissen Luxus. Die tollsten Reisen machen und abends ein Glas edlen Weins am Swimmingpool genießen. Nur so unerschwinglich sind diese Dinge für uns oft gar nicht. Gerade wir, die in Euro verdienen, können uns ja erheblichen Luxus zum Beispiel in ferneren Ländern leisten. Das ist überhaupt ein interessanter Gedanke. Es ist nicht nur das Geld, das die Freiheit schafft, sondern die Freiheit schafft auch das Geld. Wer freier ist, flexibler ist, räumlich, zeitlich, der braucht auch weniger Geld. Da kann es für die Freiheit fast eine gute Strategie zu sein, weniger zu arbeiten, weniger zu verdienen, aber dafür freier zu sein. Gerade Reisenurlaub ist nur dann teuer, wenn ich zu einer ganz bestimmten Zeit an einen ganz bestimmten Ort möchte. Wer einfach was Spektakuläres erleben will, egal wo und wann, der zahlt dafür natürlich nur einen Bruchteil. Es lohnt sich daher wirklich mal, von diesem Ziel der finanziellen Freiheit einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, um welche Erfahrung oder um welche Absicherung geht es mir wirklich und wie kann ich beides vielleicht doch auf einem ganz anderen Weg erreichen. Die wirkliche finanzielle Freiheit hat aber natürlich auch eine Definition, die wir uns hier mal angucken wollen. Finanziell frei ist man wirklich dann, wenn man von seinen Kapitalerträgen lebt, von seinen Zinsen sozusagen. Denn solche Erträge, wo das Geld wirklich für uns arbeitet, sind der einzige Weg, ein wirklich passives Einkommen zu haben, wo wir gar nichts mehr tun müssen, wo wir von jedem Arbeitszwang befreit sind. Klingt natürlich durchaus sehr attraktiv, gebe ich zu. Nur die Frage ist, wie viel brauche ich denn, um von diesen Erträgen leben zu können? Und dafür hat sich unter den Fans der finanziellen Freiheit die 4%-Regel etabliert. Man hat also durchgerechnet, welchen Teil, welchen Prozentsatz meines Vermögens kann ich guten Gewissens jährlich ausgeben, ohne dann doch wieder Sorge haben zu müssen, dass ich versehentlich mein Portfolio aufbrauche, dass ich da immer wieder reingucken muss, dann wäre ich ja wieder unfrei. Und die Antwort ist 4%, dann ist man auf der sicheren Seite. Will heißen, um 40.000 Euro pro Jahr zur Verfügung zu haben, die ich frei ausgeben kann, brauche ich ein Gesamtvermögen von 1 Million Euro. 1 Million angespart und ich kann mich zur Ruhe setzen, muss nie wieder arbeiten, aber darf dann eben auch nur diese 40.000 Euro pro Jahr ausgeben. Vom Millionärs-Lifestyle kann also keine Rede sein. Ich habe die Millionen zwar theoretisch auf dem Konto, aber ich lebe in der Praxis viel sparsamer als jemand, der, sagen wir, 100.000, 200.000 Euro Gehalt bezieht und das frei ausgibt. Das kann natürlich schwierig sein, die Millionen eigentlich auf dem Konto zu haben, aber sie nicht anfassen zu dürfen, zumal, das ist ein ganz kritischer Punkt, bei der finanziellen Freiheit ist ja nicht nur eine Inflation der Währung, sondern auch immer eine Inflation des Lifestyles und der Lifestyle-Erwartung gibt. Es ist leider sehr typisch und sehr menschlich, dass sich unsere Erwartungen immer weiter nach oben anpassen. Ich habe wirklich Kontakt zu Menschen sehr unterschiedlichen Vermögens und meine Beobachtung ist, dass das große finanzielle Ziel immer mindestens 10-mal so hoch ist wie das Vermögen jetzt. Es ist immer wieder relativ und ich bin sicher, jetzt gibt es viele, die das Video schauen und sagen, nee, wirklich, komm, 1 Million, das reicht mir, 40.000 im Jahr und nie wieder arbeiten, nehme ich sofort den Deal, sagst du jetzt. Aber es ist so schwer, sich selbst da wirklich einzuschätzen, ob mit dem höheren Vermögen, den höheren Möglichkeiten nicht doch auch wieder die höhere Erwartung kommt. Ich würde so sagen, dass man wirklich reich ist, wenn man über 100 Millionen Euro Vermögen hat. Ja, und wenn er die 100 Millionen dann hat, dann wird ihm vielleicht doch wieder schmerzlich bewusst, wie viel weniger das ist,
als 1 Milliarde. Und nur 4 Millionen im Jahr auszugeben, 4%, scheint ihm dann womöglich ein zu großer Verzicht. Und da ich jetzt immer 4% sage, bin ich schon sicher, der eine oder andere schlaue YouTube-Kommentarschreiber wird sagen, ach was, 4%, da lässt sich doch mit guten Investments noch viel mehr rausholen. Das hat sich auch mein Kumpel Kiki gedacht. Dieser gute Mann hier aus meinem Brasilien-Vlog, der hat sich nämlich tatsächlich in den Frühruhestand begeben. Kiki, total lieber Kerl, hat es tatsächlich geschafft, 2 Millionen Euro anzusparen und diese dann mit einer jährlichen Rendite von 8% zu investieren. Das sind also 160.000 Euro im Jahr, die er ausgeben kann. Und da würde ich auch sagen, davon lässt sich sehr gut leben. Er hat alles in FTX gesteckt, ernsthaft. Und er hat die 8% eine Weile bekommen und dann alles verloren. Was für eine bittere Geschichte. 2 Millionen in FTX und jetzt ist Kiki nicht mehr im Ruhestand. Da sehen wir, dass die 4%-Regel vielleicht doch ihre Berechtigung hat. Denn hohe Renditen sind immer mit hohem Risiko verbunden. Und wenn es irgendwo heißt, hier gibt's die eine Ausnahme, dann ist große Vorsicht geboten. Es gibt keinen sicheren Weg, schnell reich zu werden. Und es gibt ergo auch keinen sicheren Weg, schnell finanziell frei zu werden. Aber das Gute, wie gesagt, es gibt Wege, den Lifestyle, den wir uns unter finanzieller Freiheit vielleicht vorstellen, schon heute zu genießen, auf viel geringerem Budget, zum Beispiel durch Geo-Arbitrage, wo wir also unser Geld in anderen Ländern ausgeben, als wir es verdienen, oder indem wir anfangen, es überhaupt mal bewusster auszugeben. Wie viele gibt es, die sagen, ah, ein schönes Hotelzimmer, das kann ich mir selbst in Thailand nicht leisten, aber gleichzeitig stecken sie Geld in Abonnements, die sie nicht nutzen und Klamotten, die sie nicht tragen. Seine Ausgaben gut zu managen und Geld an den richtigen Ecken zu sparen, das ist der Schlüssel überhaupt, sowohl für den Lebensgenuss jetzt, als auch für den Vermögensaufbau, wenn du denn eines Tages von den 4% leben willst. Bevor du weiter darüber nachdenkst, was du dir alles leisten oder nicht leisten kannst, schaff erstmal einen Überblick. Schaff dir eine Übersicht über all deine Konten. Giro, Kreditkarte, Depot, Kryptobörse. Lass dir mal alle Finanzen an einem Ort anzeigen. Denn das geht tatsächlich mit einer kostenlosen App, nämlich Finanzguru. Die haben das Video gesponsert und vielleicht kennst du sie auch schon aus der Presse, aus ihrem Höhle der Löwen-Auftritt oder vom Finanzfluss-Kanal. Denn auch die empfehlen diese App. Kein Wunder, sie ist kostenlos, sie ist sicher. Auch die Deutsche Bank ist bei denen investiert und sie bietet dir wirklich eine Übersicht über all deine Konten und vor allem nicht nur jetzt, sondern auch in die Zukunft. Finanzguru kann deinen Kontostand vorhersagen. Die App erkennt automatisch auch alle deine Verträge und Abonnements. Du kannst sie dir alle an einer Stelle anzeigen lassen und sogar per Fingertipp dort kündigen. Und ein Vertragswecker informiert dich über bevorstehende Verlängerungen. Wie genial ist das? Du kannst alle Ausgaben nach Kategorien aufschlüsseln, das ist super zum Planen und die App gibt dir sogar konkrete Tipps, wie du deine Sparquote erhöhen und schneller zur finanziellen Freiheit gelangen kannst. Und es kostet, wie gesagt, gar nichts. Und sogar Finanzguru Plus, das dann nochmal mehr Features hat, sogar das kannst du jetzt 3 Monate kostenlos testen mit dem Code NIKOLAS3. Einfach die App runterladen, Link ist in der Beschreibung, mindestens ein Konto verknüpfen und dann kannst du über den Reiter mehr Finanzguru Plus freischalten mit dem Code NIKOLAS3, der aber jetzt nur für 30 Tage gültig ist. Also sei schnell. Dann wirst du hoffentlich bald weniger ausgeben und mehr erleben. Das ist sowieso ein guter Tipp. Gib dein Geld für Erfahrungen aus, nicht für Gegenstände. Ich selbst habe sogar tatsächlich vor, noch zum Ende dieses Jahres den Großteil meines Hausrats hier zu verkaufen und zu verschenken und meine Wohnung hier in London aufzugeben und dann nächstes Jahr noch viel mehr zu reisen bei trotzdem niedrigeren Kosten. Denn übrigens, ich will ja durchaus ein Vermögen aufbauen und ich bin sicher, ich werde eines Tages nur noch von meinen Kapitalerträgen leben. Dieses Video ist kein Appell gegen Vermögensaufbau oder gegens Investieren. Im Gegenteil, sieh bloß zu, dass du regelmäßig einen Teil deiner Ersparnisse, die dank Finanzguru ja nun steigen werden, in langfristige Anlagen investierst. Dieses Video will ich nur auf 3 Dinge hinweisen. Erstens ist es simpel, finanziell frei zu werden. Nicht einfach, aber simpel. Gib jahrzehntelang weniger Geld aus, als du verdienst. Investier das Geld in langfristige Anlagen und profitier vom Zinseszinseffekt. Simpel. Zweitens, es dauert aber, wie gesagt, ziemlich lange und es gibt keine Abkürzungen, die nicht riskant sind. Wie lange genau kannst du dir einfach ausrechnen, zum Beispiel mal finanzielle Freiheit Rechner bei Google eingeben. Und drittens, du musst und solltest aber gar nicht drauf warten. Du kannst jetzt mit deinem Budget Erfahrungen machen, Orte sehen, Dinge erleben, von denen die reichsten Könige vergangener Zeiten nur hätten träumen können. Nutze diese Gelegenheit, solange du jung bist. Wenn du nebenbei langsam, aber sicher ein Vermögen aufbauen willst, super, empfehle ich allen. Und wenn du nebenbei schnell ein Vermögen aufbauen willst, indem du versuchst, das nächste große Startup zu gründen, dann auch super, empfehle ich allen, die diesen Drang zum Unternehmertum verspüren. Nur sei dir bewusst, erstens, es gibt keine Erfolgsgarantie und zweitens sind es oft gerade diejenigen mit diesem Entrepreneur-Gen, die genug für eine Sache brennen, genug Energie mitbringen, um im Unternehmertum erfolgreich zu sein. Gerade diejenigen sind es oft, deren Drive sich gar nicht so sehr von finanziellen Zielen nährt. Da hat man dann einen Elon Musk oder einen Mark Zuckerberg, die tausendfach ausgesorgt haben und natürlich nie mehr arbeiten müssten, aber es trotzdem 100 Stunden pro Woche tun.
weil sie eben so für ihre Mission brennen. Von Frühruhestand kann da absolut keine Rede sein. Was auch immer dein Ziel ist, belasse es aber nicht bei diesem vagen Traum, bei dieser nicht ganz zu Ende gedachten Idee, sondern rechne mal. Was willst du schaffen? Bis wann willst du es schaffen? Was ist dafür notwendig? Viel ist möglich, wenn du wirklich täglich dran arbeitest, wenn du wirklich täglich Schritt für Schritt dein Leben in Richtung der Zielgeraden bewegst. Deswegen ist auch das Focus-Framework so erfolgreich und so beliebt, weil es Leuten hilft, ihre Ziele klar zu definieren und dann auch systematisch jeden Tag dran zu arbeiten. Guckst dir unbedingt an, www.focus.so. Ich bin natürlich zu 100% voreingenommen, aber es hilft den Leuten wirklich, ihre Ziele zu erreichen. Nur eins will ich nicht, dass du zu viel Hoffnung reinsetzt, dass du denkst, wenn das Ziel dann mal erreicht ist, dann wirst du glücklich sein, dann werden Milch und Honig fließen. Stell dir einfach schon mal vor, wie wird das denn sein, wenn du dort angelangt bist? Sagen wir, das ist für jeden ein gutes Gedankenexperiment. Was wäre, wenn Geld ab heute in deinem Leben gar keine Rolle mehr spielt? Wenn du ausgesorgt hättest, was würdest du tun? Nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, da fällt uns sicher sehr viel ein, sondern womit würdest du dein Leben langfristig, jahrzehntelang mit Sinn füllen? Überlegst dir und dann überleg dir, gibt es wirklich keinen Weg, diese Dinge schon jetzt zu tun? Die wertvollste Ressource, die du je haben wirst und die dir schon jetzt zur Verfügung steht, ist deine kostbare Lebenszeit. Um mit Seneca zu schließen, man findet niemanden, der sein Geld teilen will, doch mit wie vielen teilt ein jeder sein Leben? Sie sind davon gefesselt, ihr Erbe zusammenzuhalten. Sobald es aber um die Verschwendung ihrer Zeit geht, sind sie höchst freigebig mit dem, worin allein doch der Geiz ehrenhaft ist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.